Let's be real. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Let's Be Real. Wie Sie es mitbekommen haben, demnächst wird unser Frankfurter ein neuer Oberbürgermeister wählen. Für diese Posten haben mehrere Personen kandidiert. Mein heutiger Gast ist deswegen interessant, weil sie ein oberparteilicher Kandidat ist, und zwar Kandidatin ist. Sie ist eine sehr begabte Künstlerin, sehr sozial engagiert, und sie ist eine Gründerin der Grüne Soße Festivals, mein Lieblings-Frankfurter Essen. Vielleicht haben Sie schon erkannt, mein heutiger Gast ist Frau Maya Wolf. Liebe Maya, wir duzen uns. Bei mir herzlich willkommen. Hallo. Sehr große Ehre. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Kannst du bitte kurz beschreiben, wie das Jahr 2020 bis jetzt für dich verlaufen ist? Ausgerechnet das Jahr 2022. Also das hat angefangen mit einer riesigen Unsicherheit. Ja? Überhaupt keine Perspektive. Gibt es ein Grüne Soße Festival? Wenn ja, in welcher Variante diesmal? Das dritte Corona-Jahr. Und also Stillstand für mich als Unternehmerin im Kulturbereich. Eine bekannte Situation inzwischen, aber doof. Ja? Und dann kam der Krieg. Auch damit verbunden wirklich viel Emotionen. Also es hat mich sehr, sehr traurig gemacht, es hat mich wütend gemacht, ein Krieg in Europa und auf einmal das Thema so nah. So dann auch die Gedanken, dass immer in der Welt Krieg ist und dass wir es jetzt auf einmal merken und kapieren, und es ist irgendwie, hat es ganz viel verändert. Es hat ja auch ganz viel mit uns verändert. Und dann natürlich auch die noch schlechtere Perspektive wahrscheinlich für die Kultur. Und dann habe ich in diesem Stillstand irgendwann die Nerven verloren und wir haben einen Foodtruck gekauft, mein Partner und ich. Den haben wir für ein späteres Projekt sowieso gebraucht. Und ich habe gesagt, ich muss aus diesem Stillstand raus, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und dann haben wir ratzfatz diesen Foodtruck irgendwie sauber gemacht und an den Start gebracht. Und ich habe mich damit vor eine große Unterkunft mit geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern gestellt. Und wir haben Pommes für Kinder gemacht und Borscht. Ja, und das Ganze war natürlich nicht gedacht, Essen zu verteilen, weil die sind über die Stadt Frankfurt versorgt gewesen, sondern Integration, Zusammensein, ein bisschen Heimat gemeinsam erleben. Also Unterstützung, da dieses Gefühl zu geben, wir sind auch für Sie da. Also das mehr emotionelle Draht zum Menschen. Ja, das, und ich habe wirklich selten so traurige Kinder gesehen. Und dann die Sonntage, wenn wir dann nachmittags da irgendwie zusammen Borscht gegessen haben, das war sehr besonders. Es war dann inzwischen auch warm und es waren manchmal 150 Menschen da auf diesem Hof unter den Schirmen und wir haben zusammen da gesessen. Das war einfach eine gute Situation. Gleichzeitig kam die Genehmigung vom Land Hessen, dass wir die Festspiele machen können, dass es ein Förderprogramm gibt. Das heißt, ich hatte dann auf einmal irgendwie wirklich alle Hände voll zu tun und habe dann da das Projekt zu Ende gebracht, habe dann die Festspiele organisiert und das war auch sehr besonders, weil das war diesmal alles Eintritt frei, Kultur für alle. Wir hätten überhaupt keinen Ticketvorverkauf mehr an den Start gebracht, das wäre undenkbar gewesen, und so war es eine ganz tolle Kulturveranstaltung mitten in der Stadt, 4 Wochen Kultur für alle, und wir haben das erste Mal eine eigene Spülküche installiert, komplett von uns versorgt, weil wir gesagt haben, wir möchten Müll reduzieren, kein Plastik mehr, Mehrweggeschirr nicht mehr, sondern alles Einweggeschirr. Heißt aber auch, ich weiß jetzt, wie Spülen in einer Großspülmaschine funktioniert, und ich bin quasi von der Bühne in die Geschirrrückgabe gerutscht. Ja, wie schön. Und ich habe das sehr geliebt, weil ich habe da ganz oft gestanden, haben viele gesagt, ach, guck mal hier, die Chefin in der Geschirrrückgabe, aber ich habe da tolle Gespräche gehabt und die Leute haben uns unheimlich gelobt und haben sich so sehr bedankt und haben das alles so mitgetragen. Also alle haben gesagt, das ist toll, dass ihr das macht, und wir unterstützen das, egal an welcher Stelle, und es muss überhaupt auf allen Veranstaltungen so werden. Und liebe Maya, habe ich jetzt richtig verstanden, Kultur für alle, bist du auch da Ideenträgerin und das machst du auch, oder? Ja, also mein Partner, der Thorsten Müller und ich, wir haben das Festival erfunden. Ah, und dann kam Corona und dann war klar, das geht nicht mehr. 650 Menschen in einem Zelt an 16er Tischen, alle zusammen, das war durch. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das transformieren? Also du musst dir auch vorstellen,
wir sind Unternehmerinnen, Unternehmer und wenn wir nichts schaffen, wenn wir keine Idee kreieren, dann bedeutet das, dass wir uns nicht über Wasser halten können. Und es ist ja auch eine Frage, wie du das mit deinem Team dann irgendwie gestaltest. Ja? Alle wollen arbeiten, alle wollen... Und dann hast du natürlich auch den Auftrag, die Menschen wollen Kultur. Also die brauchen auch Kultur. Ja? Das heißt, wenn wir dann alle sagen, ach, ist nicht, fällt aus, ja, dann wird es ganz schlimm für alle. Und so haben wir uns 3 Jahre mit 3 verschiedenen Konzepten dadurch gehangelt. Ah, wunderbar. Soweit ich weiß, du bist aktiv in den Bereichen, haben wir gerade auch bekommen. Schauspiel, Musik, Kunst, Kultur, was noch? Naja, Soziales. Also ich habe, bis Corona kam, habe ich jedes Jahr ein großes soziales Kulturprojekt gemacht. Das hat angefangen um 2010 rum. Ich habe unter der Firmierung Knasttheater habe ich Theater mit Strafgefangenen gemacht. Oh. Unser größtes Projekt, das war, dass wir einen Schubleister umgebaut haben mit Gefangenen aus dem offenen Vollzug. Und dann haben wir mit Gefangenen aus dem geschlossenen Vollzug die Oper Carmen da aufgeführt. Ah, vital. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil da alles zusammengepasst hat. Da waren 3 Hochschulen beteiligt, da war eine Haftanstalt beteiligt, das Justizministerium mit so einer Sondergenehmigung. Dann Stiftungen, Partner, Sponsoren. Das war so ein tolles Beispiel für ganz starke Synergien, wenn man irgendwie ein tolles gemeinsames Ziel hat. Ja? Und insgesamt an dem Projekt beteiligt, Gefangene, Studierende und das ganze Team. Wir waren fast 100 Menschen. Ja? So ging das weiter. Dann war es ein Projekt mit Geflüchteten. Dann habe ich mit an Demenz erkrankten Seniorinnen ein Projekt gemacht und Schülern, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und jetzt zuletzt vor Corona mit Menschen aller Religionen den Messia, das Oratorium, aufgeführt. Ja, vital. Dann kam Corona und diese sozialen Projekte, das ist sehr schwierig, weil da liegt immer sozusagen der Motor für all das ist Integration oder das, was wir unter Integration verstehen. Und das ist für die Bühne immer sehr besonders. Und da gehört auch so ein bisschen das Zwischenmenschliche, das Miteinander dazu. Mhm. Das ist sehr, sehr schwer virtuell. Super. Also dann, was hat dich dazu gebracht, Grüne Soße Festival zu managen? Was bedeutet Grüne Soße für dich persönlich? Also übrigens, das ist mein Lieblingsessen. Ja, also Grüne Soße bedeutet für mich, das Grüne Soße Festival zu managen, das ist irgendwie lustig, weil die Grüne Soße hat mich zur Unternehmerin gemacht. Das ging ja dann irgendwie weit über Bühne und Bühnenprogramm hinaus. Ja, das ist ja einfach ein riesiges Festival geworden. Natürlich auch dank meinem Partner, der das alles irgendwie dann groß gedacht hat und in die Stadt gehoben hat. Und ich habe das Gefühl, heute nach fast 15 Jahren Grüne Soße Festival haben wir auch die Marke Grüne Soße natürlich gestärkt. Ja. Und am Anfang war das immer ganz stark verbunden mit Heimatgefühl, für mich übrigens auch, weil meine Mama, meine Oma, natürlich haben die auch grüne Soße gemacht und ich kann auch grüne Soße machen. Aber wir haben über die Jahre da draußen ein internationales Gericht gemacht, ja? Weil hier ist Frankfurt, wir leben hier die Vielfalt. Wir haben so viele internationale Gastronomie, sodass wir grüne Soße mit Jalapenos, mit Chili und auch verschiedene Gerichte. Wir haben Sushi mit so grüne kreativ, Soße, ja. Falafel mit grüne Soße. Es gibt jetzt ganz viele Restaurants, die inzwischen ihre Gerichte, ihre Nationalgerichte mit unserer Frankfurter grünen Soße irgendwie anbieten. Und das ist toll. Das heißt, für mich ist heute grüne Soße Vielfalt. Und damit die perfekte Marke für Frankfurt. Das ist wirklich so. Wie ist es dir gelungen, für deine Kampagne Kontakte zu Menschen und verschiedenen Communities zu knüpfen, da du ohne parteilos laufen wirst, also ohne Partei? Wie willst du dann Communities und Menschen ansprechen in Frankfurt? Wie ist die Erfahrung soweit? Also ich bin ja vor 3 Jahren gefragt worden, noch vor Corona. Und dann fängt man an, sowas zu überlegen. Ja? Dann denkst du darüber nach. Und das ging von dem ersten Moment, wo ich gedacht habe, pups, ich, warum denn ich? Und dann kamen immer mehr Menschen, die mir auch bestätigt haben, warum ich dieses Amt ausfüllen könnte und was mich ausmacht, was mich befähigt, irgendwie eines Tages diese Stadt irgendwie
diese Stadt zu repräsentieren, nach innen, nach außen diese Stadt irgendwie zu führen. Es sind so viele Menschen jetzt, die sagen, sie unterstützen mich. Das ist was, was mich sehr beeindruckt. Ja? Und der eine Teil ist, dass mich das natürlich berührt, dass mich das bestärkt, das macht mich stolz. Und der andere Teil ist, dass ich darüber ganz viel Informationen bekomme, weil sie kommen einfach aus allen Branchen. Ich bin so gut vernetzt in unserer Gesellschaft, in dieser Stadtgesellschaft. Ich komme irgendwie sozusagen aus der Mitte und von außen sind ganz viele da, die jetzt sagen irgendwie, wir können dich unterstützen. Was können wir tun? Wie können wir dich jetzt bekannt machen? Weil ich habe natürlich keine Partei hinter mir. Ja? Und das ist meine eigene Entscheidung. Denn das ist das, womit ich nach außen trete, dass ich sage, ich bin überparteilich, ich bin dadurch unbefangen, ich bin frei. Ja? Super. Und was hat dich wirklich dazu bewegt, als nächste Oberbürgermeisterin zu kandidieren? Also hast du jetzt gerade erzählt, aber vielleicht... Es ist so, wie ich es gesagt habe, und das durchdringt dich durch alle Schichten. Ja? Du überlegst dir genau, was gibst du dafür auf, was kannst du dir... Also ich habe mir wirklich überlegt, was habe ich, was die Stadt jetzt braucht. Ich bin so eine Energiemaschine, ja? Ich bin ein Motor. Und kreativ bist du. Ich bin kreativ und ich kann aber vor allem, weißt du, es gibt ja so ein Sprichwort, wer fragt, führt. Also ich frage immer andere Menschen. Ich habe nie für mich den Anspruch, ich habe die beste Idee oder ich weiß am besten, wo es lang geht und wie es geht. Aber ich glaube, ich habe trotz allem einen guten Blick auf... einen guten Blick auf eine Vision und auf Gedanken, auf Ziele, wohin die Reise gehen könnte. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Dinge, die dringend in Frankfurt verbessert werden müssen? Also da könnte man jetzt irgendwie anfangen und nicht mehr aufhören. Wichtigstes Ziel, das ist ganz klar, das ist Klimaneutralität 2035. Dafür müssen wir alle unsere Energie irgendwie aufbringen. Und damit verknüpft ist aber natürlich Wirtschaft und Soziales im Blick zu behalten. Ja? Ich habe eine Vision von der Stadt. Ich habe die Vorstellung, dass wir ausgerechnet hier in Frankfurt, wir kriegen das hin. Und da geht es aber darum, wie schaffen wir das gemeinsam? Wo sind die Bedürfnisse in der Stadt? Das Ganze auch von den Stadtteilen aus denken und nicht immer, ach du liebe Zeit, die ganze Stadt und so. Ich habe im Bahnhofsviertel oft das Gefühl, das ist so dieser Gedanke, ach Gott, da ist so vieles irgendwie im Argen und dann, keine Ahnung, dann warten wir mal oder das wäre gut, wenn der es richtet und ich kann es nicht richten und die sollen es richten. Und das ist sowas, da bin ich so ein Mensch, dass ich irgendwie die Konflikte sehe. Ich suche die Arbeit, ich suche die Konflikte. Ja? Das geht nicht darum, was ich für eine Meinung oder für eine Haltung habe, sondern ich suche die Konflikte und genau so, es ist alles... Man sieht es, es liegt alles vor unserer Nase. Ja? Die Stadtentwicklung, die muss vorangehen. Es muss einfach alles wieder in Bewegung kommen. Und wie würdest du Frankfurt führen? Ist führen das richtige Wort dafür? Ich finde führen kein schlechtes Wort, weil wir sprechen auch von Führungskräften, von Führungsqualitäten. Ja? Und es wird mein Team bestehen. Ich bin ein Teammensch, ja? Und bei mir lebt Führung auch von Kommunikation. Mhm. Also es lebt davon... auch zu wissen, wo sind die Menschen, die sich gut auskennen, wo sind die Gruppierungen, wo sind die Thinktanks, in denen das alles passiert. Und dann stellst du dir aus meiner Welt vor wie eine Regie. Ja? Wenn ich Regie führe, sage ich auch noch, gehe von da nach da und so muss das jetzt sein, sondern ich schaue, ich habe eine Vision, ich versuche die anderen zu gewinnen für meine Vision und dass wir dann gemeinsam auf dieses Ziel zugehen, sodass wir am Ende auch sagen, wir haben es gemacht und nicht ich habe es gemacht. Ja. Oder nimm's Orchester. Ja, du kommst aus der Musik, nimm's Orchester. Die Dirigentin, die muss nicht die erste Geige spielen und die muss auch nicht die Posaunistin sein. Ja, aber es ist wichtig, dass wir eine gute Musik zusammen kreieren. Und hast du auch Versprechungen für die Frankfurter? Wenn ja, welche, wenn nicht, warum? Also, was ich versprechen kann, ist, dass ich mein Wesen, ja, und mein Wesen ist nicht getrieben von egoistischen Zielen, von das Nach Wesen... Motto, gemeinsam sind wir stark. Ja, halt. Und ich bringe wirklich dieses Wesen von mir ein und alle meine Projekte zahlen da auf mich ein. Also, es ist nicht so, dass ich irgendwie das in Worthülsen verpacken muss oder so, sondern das wissen die Menschen einfach, ja. Ich bin für die Gemeinschaft und dafür gebe ich alles, dafür werfe ich den Motor an und habe auch gute Ideen, wie wir gemeinsam den Motor hier anschmeißen. Super. Und was sagen deine Freunde über dich und über deine Kandidatur? Die haben mich begleitet, die haben mir das reflektiert, die haben das mit mir zusammen hinterfragt, auch gesagt irgendwie, wenn ich da gesessen habe und gesagt habe, warum ich, ja, oder wie kommt man da hin? Und deswegen unterstützen mich natürlich meine Freunde. Aber schon viel früher, nicht erst jetzt. Okay. Liebe Maja, jetzt hast du eine Minute, Message an alle Frankfurter zu geben. Okay.
Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, FrankfurterInnen, meine Message ist, wir sind so eine wundervolle Stadt. Ich komme aus der Mitte der Stadt. Die Stadt hat so viele Facetten. Frankfurt kann so viel, ja. Und ich bin ganz sicher, ich habe eine Vision für Frankfurt, für die Stadtentwicklung, wie wir 2035 aussehen. Und mein Wunsch ist, dass wir das, dafür stehe ich, für Gemeinschaft. Das heißt, mitdenken, mitspielen, mitgestalten, mitverantworten. Das mitmachen, das heißt, wir alle zusammen, wir können gemeinsam der größte Fanclub unserer eigenen Stadt werden. Und Frankfurt lebt davon, wir haben glänzende Hochhausfassaden und die scheinen natürlich auch irgendwie oder werfen Schatten auf schwache oder kranke Menschen, die in unserer Gesellschaft leben. Und das gehört bei uns alles dazu. Jeder Mensch hier in unserer Stadt hat seine Würde, egal wie er aufgestellt ist oder wie sie aufgestellt ist. Und das ist unsere Verantwortung, unsere gemeinsame Verantwortung für die Stadt. Und dann heißt es ganz am Ende im März irgendwie, für ein Kreuz vergessen wir mal alle Farben. Ich bin überparteilich, das heißt, ich stehe wirklich als Mensch für diese Stadt. Super, und als Letztes, erzähl uns bitte mal deinen Lieblingswitz oder dein Lieblingszitat. Okay, mit Witzen wird es schwierig, die vergesse ich immer. Die Witze, bei denen ich wirklich schaltlache, die habe ich einen Tag später vergessen. Mein Lieblingszitat, und das ist eigentlich gut anzuwenden auf fast alle Bereiche, um die es jetzt in unserer Stadt geht. Da gibt es so ein Zitat, das heißt, alle haben gesagt, das geht nicht. Bis einer kam, der hat das nicht gewusst und hat es einfach gemacht. Und das kann man jetzt auf mich, bis eine kam, die hat das nicht gewusst oder die hat das nicht gehört oder hat es einfach ganz gemacht. Liebe Maya, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Sehr gerne und ich hoffe, dass für März für dich alles so gut läuft, dass wir danke. So eine strahlende Oberbürgermeisterin in Frankfurt haben. Ich wünsche dir viel Erfolg, toi, toi, toi. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank und bitte jeden Sonntag um 18 Uhr folgt ihr mir. Auf Wiedersehen.